Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Civilization 2. Ja, wir hatten ja letztens mit Dänemark angefangen, allerdings ist der Spielstand weg. Irgendwie durch ein Update weg. Gut, es tut mir leid, ja, können wir nicht weitermachen. So, da habe ich mir jetzt Folgendes überlegt, ist egal, wir fangen halt was Neues an und außerdem habe ich selber auch nochmal hier, ich glaube insgesamt 15 Spielstunden jetzt schon hier drin verbracht, so dass ich jetzt doch ein bisschen mehr Hintergrunderfahrung habe, wie was wo funktioniert. Und ja, ich würde mal so einfach mal sagen, wir starten ein neues Spiel. Erstmal Optionen hier rein, machen hier erst einmal, genau, das ist schon richtig so. Genau, das andere, das war so eingestellt, wo es 140 bleibt. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal eine zufällige Zivilisation. Wir klicken jetzt einfach fünfmal und die Zivilisation, die dann uns erscheint, die nehmen wir dann. 1, 2, 3, 4, 5. Bistum Kurland. Okay. Wird bestimmt lustig. Dann starten wir doch mal. Das ist, glaube ich, was recht. Eine Provinz. Okay. Das wird schwierig. Wir brauchen auf jeden Fall hier. Wir bauen gleich mal auf Militär. Wirtschaft müssen wir hochbauen. Steuern powern wir mal ein bisschen. Produktion. Bevölkerung. Ja, Verwaltung brauchen wir noch nicht. Ja, komm, dann gehen wir hier nochmal. Die restlichen auf Forschung. So. Da schauen wir ein bisschen runter. Das schrauben wir ein bisschen. Ach nee, komm, das lassen wir so. Ja, Forschung brauchen wir auch irgendwie. Schwierig hier. Ne, komm, Investitionen schrauben wir doch nach unten und machen mir so viel mit der Forschung. So, gucken wir mal. Könnten auch schauen, dass wir vielleicht Riga ein bisschen behaken. Ja, genau. Auf jeden Fall würde ich einfach vorschlagen, ja, die nächsten Sessions machen wir genauso. Dass wir ja, einfach, ne, weil einfach ist. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, damit schön zufällig ist und man nicht zu lang überlegen braucht, ne? So. Auf jeden Fall können wir noch nicht den Krieg erklären. Wir brauchen zudem am besten auch noch Verbündete. Was machen wir nochmal? Für ein Ding hier. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Naja, Fensbild heißt das nicht, das ist nur die Region. Ja, Livonischer Orden ist der hier. Jetzt habe ich wirklich den Namen davon vergessen. Bistum Kurland, genau. Einfach mal können wir vielleicht schon irgendwas bauen, was wichtig sein könnte. Eine Werkstatt ist auf jeden Fall wichtig für die Wirtschaft und das Einkommen. Ah ja, genau, wir wollten Verbündete mit Litauen, verstehen wir uns schon. Ja, verstehen wir uns schon ganz gut, ist richtig. Ah nee, verstehen wir uns nicht. Nee, wir als kleiner Heinz brauchen jemand Großes, der uns mag. Weil sonst ist das ein bisschen doof. Und ich habe festgestellt, das Spiel hat doch viel mit Geklicken zu tun. Also mitunter werden wir einfach nur ein paar Runden durchwaschen, damit wir Geld haben und machen können und tun können. Ja, das habe ich so feststellen können.
Ist, ich weiß nicht, nicht wie viel der vielleicht schon hat. Muss natürlich auch ein bisschen hier drauf achten. Hier kann man nämlich das Saldo dann zum Schluss sehen. Gleich haben wir nur noch 31. Da, oder 26 in dem Fall. Aber ich glaube, wir können dem hier jetzt schon den. Genau, dann ist der da schon mal weg. Und wichtig, wir machen den ersten Zug. Und wo ich sagte, das habe ich mich herausgefunden, ne, wie ich back das Spiel rum oder so, warum kann ich nichts machen? Sagen wir mal so, du hast 5 Einheiten und planst für jede Einheit eben einen Zug pro Runde. Das macht der Gegner auch, sagen wir mal, der hat vielleicht auch 5 Einheiten, wo er auch 5 Züge vorweg plant. Dann, wenn die Planungen durch sind, klickt man auf nächste Runde, der erste Zug beginnt. Dann nächste Runde ist der zweite. Mitunter wechselt sich das ab zwischen dem Spieler und der KI oder nur zuerst die KI oder nur zuerst der Spieler. Das ist entweder ist das total random oder es steckt da irgendein Algorithmus hinter, der das so bestimmt, wer was nun macht. Aber so ist das und das ist kein Bug, das ist so gewollt und das ist auch ganz nett so. Sprich, da musst du noch mehr überlegen, wie machst du was im Krieg. So, deswegen mache ich jetzt hier schon mal Klick und klicke jetzt mal auf nächste Runde. Siehst du, jetzt hat der hat nämlich auch geplant, der zieht jetzt hier rüber zuerst. Und hat jetzt die ausgenockt. Jetzt, was? Kann das sein, dass die KI schummelt? Okay, jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt hier draus wird. Ob ich jetzt komplett verloren habe, Game Over ist oder ob ich irgendwas anderes jetzt machen kann. Unser Volk ist ja sicher auch so. Könnten versuchen. Ist klar. So, ist ja sogar noch weiter gesunken. Nein, keine Diplomatie. Wie mache ich das jetzt? Was machen wir jetzt hier? Könnt natürlich hier. Okay, hat er schon irgendwas jetzt gemacht? Ja, ich bin sicher. Okay, was will er? Die Region. Jetzt überlassen wir ihm jetzt wirklich mal die Region. Mal sehen, was jetzt gleich passiert, was wir machen können jetzt. Angebot annehmen. Ich nehme jetzt einmal ganz schlicht an. Wenn, dann ist es jetzt das kürzeste Let's Play, das jemals auf unserem Kanal kam. Ja, also, ich meine jetzt Let's Plays in Form von, ich werde sozusagen mehrere Staffeln machen pro Nation, sage ich jetzt mal. Ne? Die kürzeste Staffel überhaupt jetzt, ne? Ja, ich klicke mal auf ja. Okay. Nächste Runde. Der meckert immer noch um, dass ich angeblich was machen kann. Aber ich kann nichts mehr machen. Ich kann hier nichts mehr, wenn ich hier hätte was jetzt kommen müssen. Hier mein Volk, bla bla bla. Könnte ich trotzdem noch irgendwas mit dem machen? Beziehung verbessern. Eigentlich geht das nicht mehr. Also, ich meine, gut, das Spiel ist noch im Anfangsstadium, ist nur ein Mensch. Wahrscheinlich hat er an dieser. Da steht's jetzt. Niederlage. Ja. Genau. Auf jeden Fall war es das kürzeste Let's Play, was auf den Kanal je kam. Also Let's Plays in dem Sinne, diese Nation ist jetzt eine Let's Play-Reihe gewesen. Die nächste Reihe wird eine andere Nation. Ja. Aber wie hat es Riga geschafft,
Der muss ja voll auf Sparkurs gegangen sein, dass er ein Riesensaldo hatte. Also ein Rieseneinkommen, in Anführungsstrichen ein Rieseneinkommen für seine kleine eine Provinz da. Um über 2000 insgesamt, ne, die es uns zuerst angegriffen haben und da noch gewartet haben, waren ja insgesamt gesehen über 2000. Das konnte ich nicht machen, oder? Nee, das konnte ich nicht. Das muss ja richtig hardcore sparmäßig gewesen sein. Okay, fortsetzen. Ja. Ja. Ja, zum. Ja, dann zum Hauptmenü zurückkehren, ja. Ja, gut. Ja, dann hoffe ich, euch hat's gefallen und dann. Nee, warte, wie lange habe ich jetzt dran gesessen? Ich glaube 5 Minuten. 5 Minuten Let's Play. Eine Staffel 5 Minuten. Schaffen wir es damit ins Guinness Buch der Rekorde? Ich weiß es nicht. Oder auf eine YouTube-Rekordliste mit dem kürzesten Let's Play? Und nein, Trash-Games zählen jetzt nicht dazu, die eh nur eine Folge lang sind. Oder meistens nur eine Folge. Ich glaube, selbst die gehen länger. Okay. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.